haben in der Lehrwerkstatt mit den anderen Azubis ein Modellflugzeugprojekt gestartet. Wir haben für dieses Projekt am Computer selbst ein Modellflugzeug entworfen. Wir haben einen Kollegen, der macht das freizeitmäßig. Meine Erfahrung durch das Hobby hat mir halt sehr geholfen, da ich halt wusste, worauf muss man achten, was ist wichtig, dass der Flieger halt optimal für Anfänger, als auch dann, wenn man sich weiterentwickelt, für Profi, sage ich mal, was da wichtig ist dafür. Wir haben die Teile an der CNC-Maschine gefräst und so konnte ich, was ich gerade schon gelernt habe, nochmal anwenden. Wir versuchen, Kompetenzen jenseits vom normalen Weg aufzubauen und auch ein bisschen zu reizen. Der normale Lehrplan, der kann mal ein bisschen tröge wirken und wir versuchen, das ein bisschen aufzufrischen durch Sonderprojekte. Und in dem Fall dieses Fliegerprojekt war eine schöne, frische Kur, vor allem von der Pike auf zu konstruieren im 3D, nicht am Tisch einfach mal zusammenschneiden, nee, sondern wir können es konstruieren, ihr könnt es konstruieren, ihr müsst es nur einfach mal angehen, den Weg zu zeigen, die Werkzeuge zu zeigen und auf einmal geht's los. Am meisten Spaß hat mir das Zusammenbauen gemacht, weil man dort eben nochmal im Team arbeiten konnte und als zweites noch die Konstruktion am Anfang gerade, weil man dort ein bisschen um die Ecke denken musste. Die Fertigkeiten, die sie haben müssen, sind recht gering. Sind ja auch noch Azubis. Sie sind ja hier, weil sie selber noch nicht wissen, was sie können. Wir versuchen es rauszukitzeln und eventuell Sachen eben beizubringen. Ja, das heißt, Sachen auszuprobieren, dafür sind wir hier in der Lehrwerkstatt. Der Zusammenhalt ist ein Kern des Projektes gewesen. Auch wenn wir Zweierteams hatten, war das trotzdem immer ein 15-Mann-Team, lehrjahrsübergreifend. Da halt, sage ich mal, die Teamarbeit verstärkt wird, da sich jeder ausgetauscht hat und ich finde, das ist halt ein sehr guter Punkt, da man da halt sich auch untereinander noch besser versteht. Der schönste Moment ist eigentlich, das Engagement zu ziehen, wenn die Azubis sozusagen Feuer gefangen haben dafür und es angenommen haben, zu sehen, wie es auf einmal so eine Art Selbstläufer wird, das Engagement, die Azubis vorantreibt und man gar nicht mehr, ich bin dann nur noch begleitend dabei irgendwann, ja. Am meisten hat mir Spaß gemacht, dass wir das Flugzeug hinterher getestet haben, um zu sehen, ob es auch wirklich funktioniert, was wir davor stundenlang zusammengebaut haben. Also wenn man das Flugzeug abheben sieht, dann ist es schon ein sehr schönes Gefühl, weil die Frage, hält das jetzt, hält das nicht, wurde damit beantwortet, indem das Flugzeug gut fliegt. Da haben wir die Arbeit, die wir vorher erledigt haben, richtig gemacht. Dann sind wir mal kleine Runden geflogen. Es war schon ein Erlebnis zu sehen, eben auch für mich dann. Azubi-Projekt von der Gestaltung bis zum Bau, dass der Flieger dann fliegt. Im Simulator haben wir jetzt schon mal ein bisschen geübt, aber der große Unterschied wird es sein, draußen nochmal zu üben, gerade mit den Windverhältnissen und ja, ist nochmal ein bisschen anders. Was mich fasziniert, ist einfach verrückte Dinge mit den Fliegern zu machen, was halt in echt nicht geht.